Was geht ab, meine Seefighter Hoser hier, und heute Morgen, da ist mir etwas aufgefallen, Freunde. Kennt ihr das an sich, wenn euch total random irgendetwas einfällt oder auffällt und ihr euch so denkt, wieso habe ich mir nicht viel früher dazu im Kopf gemacht oder wieso hatte ich das nicht viel früher vor Augen? Die Sache, die Rede ist von Battlefield oder Virtual Dokkan Ultimate Clash, wie es auf Global hier heißt. Nämlich, was meine ich damit? Nun, zum einen habe ich dazu, als es rauskam, einen ausführlichen Guide herausgebracht, Freunde. Das könnt ihr euch gerne noch abchecken. So sieht das Ganze aus, wenn ihr euch an sich über das Battlefield oder Ultimate Clash hier an der Stelle informieren wollt. Genau informieren wollt, was ist das für ein Modus, wie kann man da rangehen, was muss man beachten und so und so fort. Da würde ich den Guide auf jeden Fall euch empfehlen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Aber außerhalb davon kann man nicht zum Battlefield selbst nicht allzu viel. In den Streams habe ich das Ganze mal gespielt, wenn eine neue Season angefangen hat. Habe es dann als Stream-Upload auf YouTube hochgeladen und das war es auch schon. Und was meine ich mit, eigentlich hätte ich mir quasi, hätte ich dem mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Damit meine ich, Freunde, seit ein paar Seasons, seit den letzten Seasons, terrorisiert nämlich Zamasu das Battlefield. Und ich glaube, einige von euch haben Probleme mit dem Battlefield, speziell mit dem Kampf gegen Zamasu. Warum? Denn das Problem oder die Sache mit Zamasu ist, nicht nur natürlich, dass er vermehrt Schaden macht etc., eine Damage Reduction hat und man ihn nicht ziehen kann, aber das, was es ausmacht, das Problem um Zamasu ist, dass er sich hielt. Er hielt sich. Er hielt sich um eine Anzahl an HP und das merkt man. Also er hielt sich hoch. Und damit haben sicherlich einige Probleme, wenn ich ehrlich zu euch sein darf, hatte ich das, denke ich, nicht vor den Augen, weil ich gegen Zamasu kein Problem hatte. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, ich will einfach nur ehrlich sein, weil für mich war Zamasu wie ein Gegner auch. Bei mir war es halt so, mein Team hat einfach mehr Schaden generiert, als dass sich Zamasu geheilt hat. Und deswegen habe ich es gegen Zamasu geschafft und nicht so vor Augen gehabt. Ich habe das Battlefield einfach so nebenbei, man sage ich, hochgespielt. Wie gesagt, soll nicht arrogant klingen, aber heute Morgen ist mir einfach aufgefallen und ich habe mir gedacht, ey, wieso habe ich dem Ganzen nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt? Und ich hoffe, ich kann euch dementsprechend noch helfen in dieser Season. Wir haben aktuell die 6. Season, Freunde. Ich weiß gerade frei Kopf nicht mehr, wie oft man gegen Zamasu noch kämpfen wird, aber aktuell ist er vom Strength Type. Die Sache ist die, wie werden wir das Ganze anpacken, beziehungsweise wie kann man Zamasu besiegen? Nun, man kann ihn stunnen, Freunde. Stunnen, was ist ein Stun? Wenn man einen Gegner stunt, dann ist er paralysiert. Das heißt, der Gegner kann nicht angreifen, aber auch an sich, in dem Fall, kann Zamasu sich nicht healen, wenn er gestunt ist. Üblicherweise können viele Charaktere durch ihre Super-Attacks Gegner stunnen und üblicherweise ist dieser Stun für 2 Runden. Durch die Passive gibt es auch Stuns, dieser ist dann üblicherweise für 1 Runde. Okay, hört sich erstmal schön und gut an, aber das Problem mit den Stunnen ist, es gibt nicht viele gute Stunner, sage ich mal, oder sie sind nicht so zugänglich, wenn ich das so sagen darf. Und zum einen ist dieses Stun auch nur eine Chance. Also du kannst den Gegner nicht garantiert stunnen, nämlich du hast eine Chance zu stunnen. Ich werde mal eine Liste in die Beschreibung setzen, Freunde, von den ganzen Stunnern. Das könnt ihr euch dann gerne ansehen. Guckt da am besten rein. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Stunner, den ihr dann quasi nutzen könnt gegen Zamasu. In dem Fall werden wir auf jeden Fall Stunner nutzen, aber es ist auch keine Lösung, wenn man dann quasi in das Team nur Stunner reinsteckt, weil Zamasu ist ein schwieriger Gegner. Wir sind auf Level 3, das ist das letzte Level. Also unsere Charaktere müssen auch gut sein. Die müssen auch was tanken können und Schaden raushauen können. Deswegen, ich habe immer meine Stunner zusammengestellt, Freunde. Und meine AGL-Stunner an der Stelle, die ich hier herausgepickt habe, sind folgende. Ich habe dann quasi einen Filter erstellt und mal meine Stunner gesammelt. Warum AGL? Weil Zamasu vom Strength-Type ist. Das dann so meine Stunner, die ich quasi auf meinem Account habe. Wie gesagt, die ganzen Stunner in Dokkan Battle an sich aktuell bekommt ihr in den Link in der Beschreibung. Und zwar ist mir dann quasi folgendermaßen, werde ich jetzt quasi vorgehen in dem Team gegen Zamasu. Ich werde natürlich ein AGL-Team bauen, weil da haben wir den Typenvorteil. Aber ich würde gerne in jeder Runde einen Stunner behalten, damit ich die Chance habe, Zamasu jede Runde zu stunnen, damit wir quasi dann, oder damit er sich nicht hochhielt und nicht Schaden machen können. Jetzt die Sache, welche Stunner würde ich empfehlen? Nun, da müsst ihr quasi zum einen mal in eure Liste reingucken, welche ihr habt, aber ich sag mal folgendes. Ich werde als Leader Super Saiyan Goku nehmen und Super Saiyan 4 Vegeta. Die Sache an Super Saiyan 4 Goku ist, Super Saiyan Goku ist, an Transforming Goku ist, er ist zum einen ein guter Charakter, er ist dann natürlich unser Leader, er hat eine Damage Reduction, aber gegen Zamasu hat man lange Zeit zu kämpfen. Wenn ich erreichen kann, dass er sich dann zu der Goku Blue Form transformiert, in der Goku Blue Form, hat er eine great Chance, den Gegner zu stunnen. Und zudem macht er asozialen Schaden und er tankt bis dahin gut. Also, so, ich werde das Ganze so hinausspielen, dass ich so lange wie möglich gegen Zamasu kämpfe, beziehungsweise wird wahrscheinlich der Kampf an sich lange gegen Zamasu dauern. Heißt, wenn ihr Goku habt, würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Zum einen als Leader nehmen, aber er hat auch die Stun Chance und Damage Reduction. Er ist ein guter Charakter. Aber die andere Stunner ist halt das Problem. Jetzt
nehme ich quasi, wie gesagt, ein super AGL-Team. Welches Stunner kann ich hier noch nehmen? Wenn ich zum Beispiel diesen Ultimate Gohan mit reinnehme, der hat eine Rare Chance zu stunnen, das sind 20%, das ist wenig. Und er selbst ist bei mir nicht gut, der würde wahrscheinlich viel Schaden bekommen und so und so fort. Deswegen fokussiere ich mich mal auf zwei Charaktere. Vielleicht liegen sie bei euch rum, Freunde. Ein Stunner, AGL-Stunner, den ich euch empfehlen kann, wäre Mai. Wenn ihr Mai habt, tut sie Doken Awaken. Ist vielleicht ein bisschen spät, aber aktuell, indem ich das Ganze aufnehme, ist das Event, oder indem ihr das seht, indem ihr quasi ihre Medaillen farmen kann, nur noch einen Tag online. Das ist das Event, die Stage mit Rebrian auf der letzten Stage, Freunde. 20 Medaillen braucht ihr, um sie zu awaken. Warum? Danach hat sie eine great Chance, den Gegner zu stunnen. Das sollten 70% sein. Wenn nicht sogar 75, aber ich glaube 70% sollten das sein. Und zudem ist sie ein Supporter. Also ich bin bei ihr auf Dodge gegangen, Rest auf Additional Attack, weil wenn der erste Stun nicht durchkommt, ist sie Super Attack, will ich ihr noch eine Additional Attack Chance geben, damit sie vielleicht da auch eine Super Attack starten kann. Sie gibt AGL-Charaktere, nee, All-Types danach. Nach dem Awaken gibt sie jedem Keep Plus 3, AGL-Charakter aber 20% auf Angriff und Verteidigung und Crit-Chance für Puppy Gods Charaktere im Team um 10%. Aber ihr merkt auch schon, ich werde versuchen, sie in der Rotation zu halten. Ich werde sie nicht rein und raus rotieren, weil ich will quasi Charaktere, die stunnen können. Sie ist ein guter Stunner. Dann werde ich noch diesen Wiz hier mitnehmen. Dieser Wiz hat Mace Stun the Enemy. Der hat auch mit einer Super Attack eine Stun-Chance. Das sollte 25% sein, wenn mich alles täuscht. Dieser Wiz ist, by the way, free to play. Und wenn die HP einmalig unter 30% und runterfallen, dann healt er uns einmalig hoch. Also vielleicht wäre er auch nützlich im Battlefield, weil im Battlefield können wir keine Items nutzen. Aber ihn werde ich rein und raus rotieren. Deswegen, mit den drei Charakteren, versucht mal zwei Stunner in das Team zu involvieren, so wie ich es jetzt gleich machen werde, sorry. Einfach übel schnell gerade geredet hier. Ja, Sonic is my name, speed is the game. Aber, und zwar, genau, wenn ihr das tun könnt, nimmt zwei Stunner in das Team rein und dann probieren wir das Ganze mal. Wie gesagt, die zwei sind meine Leader. Jeweils 120% für meine Charaktere. Dann nehme ich Mai rein, die werde ich in der Rotation lassen und Wiz rein und raus sortieren, weil der wird viel Schaden bekommen. Und dann muss ich gucken, brauche ich Charaktere, die gut tanken können und Schaden machen. Vegeta auf jeden Fall wegen Auto-Attacks. Dann nehme ich doch hier einfach mal spontan mit Evo Vegeta. Der baut auch seine Defense hier gut auf. Und dann nehmen wir noch den dreifachen Goku, würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Ja, wir haben doch Mai, die gibt doch für jeden Keep Plus rein. Deswegen sollte das Ganze funktionieren, hoffentlich. Und meine Strategie wird jetzt sein, quasi ihn logischerweise zu versuchen zu stunnen. Aber nimmt schon wenige richtige Stunner, ja. Wenn ihr das ganze Team mit Stunnern baut, dann werdet ihr viel Schaden bekommen. Das ist dann auch nicht die Lösung, sage ich mal. Alright, dann erstmal hier Super Saiyan 3 Goku an der Stelle angreifen. Er macht wirklich gut Schaden. Ansonsten werden wir gleich sehen, wie das Ganze mit Zamasu läuft, Freunde. Wenn ihr so Tipps habt gegen Zamasu, dann könnt ihr euch gerne gegenseitig aushelfen. Und ich werde es jetzt mit den Stunner versuchen. Wie gesagt, wenn ihr eh keine Probleme gegen Zamasu hattet, weil euer Team auch mehr Schaden gemacht hat, als dass er sich regeneriert oder tralala, oder an sich einfach gut Schaden gemacht habt, dann ist wahrscheinlich für euch uninteressant. Aber für all diejenigen, die quasi hier an der Stelle ein bisschen Hilfe brauchen oder sich gedacht haben, hey, kann man überhaupt besiegen, was kann man beachten? Stunner, Freunde. Wenige richtige Stunner wählen und dann sollte es hoffentlich klappen, das werden wir gleich sehen. Den Wiz, der ist wie gesagt free to play. Ich werde den Link von ihm in die Beschreibung setzen, da könnt ihr gucken, aus welcher Stage er droppt. Das ist vom Hero Extermination Plan Event, welches an dem Wochenende live ist. Genau, und jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, hier werde ich jetzt Mai in der Rotation halten mit dem Transforming Goku. Transforming Goku ist ein guter Charakter, offensiv, defensiv stark. Wenn ihr ihn habt, nehmt ihn auf jeden Fall. Und wenn der Kampf lange andauert, ihr seht, wir haben noch 24 Charges, dann kann er sich quasi transformieren. Und dann hat er quasi auch seine Crit-Chance hier an der Stelle durch die Pass einmalig und seine Great Chance, den Gegner zu stunnen. Leider nicht gestunnt. Siehst du, Additional Attack? Schade. 70% Stun-Chance, aber es ist halt eben es ist nur eine Chance. Und jetzt wird er sich quasi hochheilen und ihr seht schon, er hat wieder Full Life. Deswegen muss ich hier mit diesen Stunnern auf jeden Fall kämpfen, aber ich will auch gucken, dass mein Team das Ganze überlebt. Dass sie defensiv stark sind, Freunde. Und Whis, vielleicht könnte es Whis reißen, wenn wir da unter 30% fallen und er in dem richtigen Zeitpunkt reinkommt und uns hochhielt, dann spricht das nur für uns, Freunde. Man kann ihn leider nicht sehen und ihr seht auch schon, seht ihr den Zamasu rechts, den Vegito, der hat ein Heal-Zeichen auf sich, nämlich der jetzt. Dort hielt er sich, Freunde. Und das hat scheiße. Das ist halt echt nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Der hielt sich die ganze Zeit hoch. In der Rotation habe ich jetzt keinen Stunner, leider. Aber würde ich jetzt hier Whis behalten, wäre schon schwierig. Man könnte vielleicht auch Whis behalten, einfach, damit man quasi immer will. Oder damit man behält ihn dann, damit er quasi, damit wir eine bessere Chance haben, dass wenn wir unter 30% fallen, er sich dann hielt. Oder wir das versuchen mitzunehmen. Aber wenn ihr ihn rein raussortiert, macht er auch nichts falsch, sage ich mal. Weil er bekommt viel Schaden. Er hat auch eine Stun-Chance, aber also versucht dann an der Stelle auch mit ihm zu super attacken, wenn es geht.
Ja, Freunde, ihr werdet gleich merken, das wird vielleicht ein bisschen dauern, aber das hat die Sache mit Zamasu. Und deswegen bin ich gespannt, ob es mit den Standard funktioniert. Wie gesagt, Mai kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Guckt doch einfach mal rein, vielleicht hat die seine Charakterliste, erwägt sie und sie hat eine great Chance und hat die noch einen zusätzlichen Support-Aspekt. Umso besser für uns, spricht einfach nur für uns, heißt die Rotation kommt gut an den Super-Attack. Und den Boy, wenn ihr ihn habt, nimmt ihn mit gegen Zamasu. Ich weiß, er ist jetzt speziell, haben wir halt jetzt den Vorteil, weil wir... Nee, Whist lassen wir raus. Weil wir jetzt gegen Strength kämpfen. Und da ist halt, das ist halt das andere Problem. Deswegen habe ich euch die Liste von den ganzen Standard in die Beschreibung gesetzt. Weil Zamasu, ich bin weiß jetzt nicht mehr, Freunde. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wenn ihr es doch wisst. Ich weiß nicht mehr, ob Zamasu im nächsten Battlefield noch da sein wird oder in den nächsten 1, 2, 3. Aber damit ihr es einfach mal gehört habt, ist jetzt die Sache zum Beispiel. Letzte Season hat man gegen einen anderen Typus gekämpft und dann müsst ihr dann gucken, welche Standard von dem Typus habt ihr, die gegen Typenvorteil gegen ihn haben. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt vom Tech-Type wäre, welche Incharaktere hättet ihr, die Standard sind. Da könnt ihr dann gerne in die Liste reingucken und dann müsst ihr quasi die Standard involvieren in das Team. Und jetzt haben wir einen Stun drauf. Perfekt. Mai hat ihn gestunt, sehr gut. Und jetzt müssen wir quasi, er ist in diese Runde gestunt, weil Mai Super Attack gestunt für 2 Runden. Also in der Runde, in der sie jetzt Super Attack hat. Und in der nächsten Runde, also in dieser Runde noch. Und danach greift er an. Deswegen versuche ich jetzt hier auf jeden Fall so viel Schaden wie möglich rauszuhauen. Und zwar, genau, Vegito soll das hier machen. Wäre vielleicht besser, hätte ich Vegito nach links gestellt. Weil der tut ja die Super-Attack von meinen Verbündeten erhöhen, nachdem er angegriffen hat. Wäre vielleicht besser, aber ist nicht schlimm. Und dann, ja, dann, logisch, Freunde. Dann braucht ihr aber trotzdem außerhalb davon, außerhalb den Stunnern, gute Charaktere. Weil wir sind auf Level 3, wir müssen auf jeden Fall hier Schaden machen. Ohne gute Charaktere kann ich euch nichts erzählen, das schafft der Battlefield nicht. Ihr braucht gute Charaktere, so ist es nicht. Aber mir geht es um die Strategie. Wenn ihr eine Strategie aufbauen könnt, wie zum Beispiel jetzt, in der Runde hätte es eigentlich wieder hochgehielt. Heißt, es wäre einfach nochmal für uns nervig. Und so hat das Ganze noch geklappt. Ich weiß, einzelne Charaktere haben es gecarried, in dem Fall Super Saiyan 3 Goku. Aber mir ging es um die Strategie, Freunde. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen dabei aushelfen. Wenn ja, dürft ihr ihm gerne auf jeden Fall gerne ein Like geben, Freunde. Lasst euch wissen, wie habt ihr das Ganze mit Zamasu geschafft? Ich habe es quasi so versucht. Im Mai hat im Endeffekt quasi nur einmal gestunt. Aber ihr habt es gemerkt, es hat einen Unterschied gemacht. Weil er konnte sich nicht hochheilen und meine Charaktere konnten einfach Schaden machen. Und wenn das wiederholt, hoffentlich klappt das dann auch bei den einen oder anderen bei euch. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.